Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft auf der PS3 mit einem Neujahrs-Special. Ich bin euer Shadow Mask. Ich bin euer Micha Snake. Ich bin euer Gerudo. Der Scherenmann. Der Scherenmann. Scherenmann. Edward mit den Scherenhänden. Oder Gerudo mit den Scherenhänden. So, und ich ja, gehe jetzt Wolle sammeln. Genau. Ja, geht weg. Also, auf jeden Fall, wenn das hochgeladen ist, dürfte Neujahr sein. Also auf jeden Fall frohes neues Jahr, Alter. Ja, frohes neues Jahr auf jeden Fall. Von mir auch. Genau. Achso, ich wollte mir mal eine Angel machen. Ich wollte mal angeln gehen, mal langsam. Angeln habe ich sogar dabei. Echt? Wir ja. können aber anfangen, die Tiere zu sammeln. Ja, oder? Ich habe welche dabei, ja, komm her. Cool, schmeiß mal eine her, bitte. Bitte schön. Komm, Ocelots andocken. Ocelots, Wölfe, ja. Nimmst du ein paar Knochen mit? Was, Knochen? Ja, für Wölfe, dass man ein paar Hunde züchten kann. Ja, genau. Achso, ja, Micha wird ja Hunde machen. Ja, müssen wir erstmal welche suchen. Jo, ich geh mal ein bisschen angeln. Ja, ich auch. Ich wollte noch Fisch beim letzten Mal machen. Ja, ich kann ja angeln, dann kannst du ja Wölfe anlocken oder so, oder? Wir haben ja genug Knochen. Ich glaube, um die 20 haben wir mittlerweile. Ja, na, ist gut. Ja, ich war letztes Mal fleißig mit Skelette jagen, dass ich Pfeile ja, krieg. Du hast ja Spinnen aber beim letzten Mal nicht hingekriegt irgendwie. Ich habe wieder auf Friendly gestellt übrigens. Ja, Spinnen habe ich zwar richtig gekillt, aber ich habe bloß Fäden bekommen. Ja, wir haben ja keine Augen gefickt, leider. Achso, okay. Ja, das Special wisst ihr ja gar nicht. Das ist wisst ihr gar nicht. Weil das, der Part ja hochgeladen wird, bevor wir hier... Wir haben immer, kann man ja sagen, einige Folgen im Vorlauf. Genau. Und die Folge ist eigentlich vor der momentanen, vor dem momentanen Stand eigentlich. Oder? Richtig. Ja, das heißt, wenn, wir sind nur Zeit voraus momentan. Das heißt, wenn ihr Part 20 anschaut, dann wird die Spezialfolge nach 20 kommen. Also wäre das 21. Genau, also das wäre Part 21, ist aber jetzt ein neuer Special. Also nicht wundern, warum es hier so aussieht, hier wie, keine Ahnung, Kraut und Rüben. Richtig. Und alles auf einmal irgendwie anders ist zur Hälfte. Ja, weil Gerudo hier ein bisschen umgebaut hat, weil es hier ein bisschen wenig Zuckerrohr war. Ja, was hey, ich musste meine Bibliothek bauen. Geh weg, Kuh. Ja, geh weg, Kuh. Aber wir werden schauen, dass wir das neue Special auf jeden Fall noch wie normalen Part machen. Ja. Auf jeden Fall mit den Grüßen halt von ja, hier. Ja, das kommt ja Stück für Stück. Das Zeit ist halt, es kostet immer so viel Zeit zum Hochladen und zum Umwandeln. Und ja, ja wir wollten einfach das neue Special zum Neujahr drin haben und nicht erst ein halbes Jahr später. Okay. Genau. So. Ach, du hast die Knochen? Ich hab die Knochen, ich werde jetzt erstmal nach Hunden suchen. Wollte ich nämlich jetzt auch gerade machen. Ich muss aber erstmal schauen, rennen die auch im Dschungel rum? Nee. Ich hab sie in der Steppe gesehen. So, wo war die Steppe? Die Steppe ist dieses hellgrüne Ding oben rechts. Hier? Ja, so schräg hoch, genau. Ich bin grün, du das heißt grün. Ich muss in die Richtung. Richtig. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Gut, dann gehe ich schon mit dem Pflasterstein vor und baue eine Residenz. Fängst wieder an der Residenz an. Richtig. Nicht Stein, Steinziegel. So eine kleine 64x64 Eingangsmauer. So, ihr könntet doch eigentlich mal in die Kommentare schreiben, ob alle eure Wünsche bis jetzt in Erfüllung gegangen sind. Eure Vorsätze fürs neue Jahr natürlich. Wollte ich gerade sagen, die Neujahrsvorsätze. Ob soweit schon alles passiert ist, ob noch nichts passiert ist, was ihr im neuen Jahr ändern wollt, was ihr verbessern wollt. Ob ihr weiter uns treu bleibt, ob ihr... Ihr sagt, bleibt uns treu, darüber brauchen wir gar nicht reden. Außer Micha, Micha will keiner. Ja, so ist zu sagen, habe ich auch irgendwie das Gefühl. Was macht das Dschungelholz eigentlich beim Nether drin? Ich weiß es nicht, da ist einfach alles durcheinander geworfen. Ja. Das sind die Leute, die einfach keine Ahnung haben, wie das System da funktioniert, dann wirft man einfach alles durcheinander. Du bist der Einzige, der das weiß. Ja, richtig. Hey, ich habe mein Dschungelholz oben reingeschmissen, hast dich ja gestern schon beschwert. Richtig. Also ich habe das nicht da unten reingeschmissen. Wenn es unten reingeschmissen hätte, hätte ich es in die Holzkiste gemacht. Okay. Also gut. Nicht. Dann bleibt ja bloß noch einer übrig. Ich hatte gar kein Dschungelholz. Ich war's nicht. Weil immer. Ja, nein. Ja. Du hast doch gestern Dschungelholz gesammelt. Ja, ich hab's doch gleich wieder verbaut. Ja, und ich hab's gleich in die Kiste geworfen. In die richtige Kiste. Meckers und dann hast du dich selber in die falsche Kiste geschmissen. Außerhalb oder innerhalb? Hier leicht außerhalb, hier auf dieser Erhöhung. Hey, guck mal, was ich entdeckt habe, im Brunnen. Hey, im Brunnen. Ich hab schon 7 Fische. Du hast, glaube ich, auch die Trophy noch gar nicht, gell? Doch, ich hab die Trophy schon. Die habe ich ja bei mir geholt. Von was? Mit den Fischen. Ein Fisch fangen und braten. Habe ich schon. Habe ich doch gestern schon gesagt bei euch.
Ja, ich musste den ja essen. Ich musste den nicht essen, um die Tour aufzukriegen. Ja, bei mir war es komisch. Ich musste den Fisch komischerweise essen. Laut Trophäe hat es geheißen, man soll den Fisch angeln, man soll ihn braten und dann hat man eine Trophäe. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich musste den Fisch sogar noch essen und erst dann habe ich die Trophäe bekommen. Ja, also bei mir hat es so normal funktioniert. Okay. Also Angeln funktioniert super geil. Also selbst mit der komischen Holzangel. Ich habe einen neuen Fisch jetzt. Okay. Also bei mir klappt das wunderbar. Ich habe hier noch nicht mal einen Wolf. Was ist denn hier eigentlich los? Ja, ist irgendwie ein bisschen mager. Ja, müsste halt mal ein bisschen weiter rumlaufen. Ich glaube, im Schneegebiet oder sowas sollen, glaube ich, auch viele Wölfe rumlaufen. Haben wir überhaupt einen Schnee? Ah ja, da oben. Ja, kann ich nochmal zurück. Apropos Schneegebiet, ich fange jetzt mal erstmal 10 Fische, also jetzt rein, und dann wollte ich mal ein bisschen Schnee farmen, weil wir können ja... Oh, Schneegolem und Eisengolem. Ja, stimmt. Wollten wir doch auch Golem machen. Gar kein Schnee fällt mir ein. Können wir heute mal machen, ausnahmsweise als Special, oder? Ja, genau, jetzt zur Winterzeit können wir ja mal Schnee machen. Genau, und dann baue ich mir eine Schaufel, oder haben wir noch Schaufel unten? Hast gehört, Gerudo will in der Winter Edition ein Iglu bauen. Eine Winter Edition, genau. Winter Edition Iglu. Da bist du ein bisschen spät dran, Weihnachten ist vorbei. Egal, aber Winter kommt der Winter jetzt ist trotzdem noch. Der kommt der ja jetzt erst noch. Winter kommt trotzdem noch, ja. Jetzt komm, jetzt beißt keiner mehr an, oder? Wenn ich jetzt gerade den 10. Fisch fangen will, geht gar nichts. Wie sah es eigentlich bei dir aus schon dieses Jahr? Also wir sind ja noch im Jahr 2013. Ja, mit Schnee. Mit Schnee dieses Jahr. Wie sah es bei dir eigentlich aus? Ja, fast nix. Also hat irgendwie mal an zwei Wochenenden irgendwie, also in Wochen, hat es dann mal kurz geschneit. Ist aber nicht viel liegen geblieben. Oh, die Schafe glitschen hier durch die Wände. Guck mal, Schnee. Ist also nicht wirklich was liegen geblieben, hat nur ein bisschen geschneit. Okay. Aber hier liegt gar nichts. Es ist sogar voll warm zwischendrin. Wenn die Sonne scheint, ist hier eine Hitze, ey. Das ist unglaublich. Kannst du mir die Karte aufmachen, dass ich weiß, wo der Schnee ist? Ja, hier, wo ich bin. Ja. Ah, dann hast du keine Schaufel dabei, oder? Nein, natürlich nicht. Er ist in die Richtung. Okay. Aber ich habe gerade eine Höhle entdeckt. Also die sieht ja mal mega geil aus. Und du hast keine Fackeln dabei. Ich habe natürlich... Richtig, ich habe keine einzige Fackel dabei. Schön. Super gut. Das ist schlecht. Ja. Auf jeden Fall sieht sie mega geil aus, also mit so einer Sandwand, die genau am Wasser ist und da ist alles mit gefrorenem Eis. Ja toll, das ist bloß eine fast kaputte Holzschaufel. Ich mache mir mal eine Eisenschaufel, ja. Das ist, Alter, das ist wie, als würde ein Licht vom Himmel runterkommen. Dahinten, sagen, hier ist der Wolf. Ja, richtig. Da hinten leuchtet ein Licht und ich gehe gerade hin und was ist da? Ein Wolf. Hallo, bleib doch mal da. Hallo, bleib doch mal da. Hallo, bleib doch mal da. Oh, beim ersten Mal. Warum? Das ist nicht fair. Oh, beim ersten Mal. Hast du geschafft, oder? Ja, beim ersten Mal. Gut, ich verbrauch mal die Holzschaufel. Dann fang ich jetzt, mach ich jetzt mit Schnee. Das gibt's doch nicht. Oh. Ich pumpe da Knochen rein wie Sau. Was passiert? Nicht. Beim ersten Mal. Oh, ist das ätzend. Allerdings. Oh. Schnee. Ah, da oben, wo du gerade bist. Wer ist da oben? Schlittschuhe sollte man machen. Das wäre Schlittschuhe. Geil. Schlittschuhe. Wer ist denn da oben im Schnee? Ich. Achso. Ich fahr Schlittschuh. Hui. So. Was, du baust Schlittschuhe? Ja, ja. Schlittschuhe wäre geil. Na gut, du könntest ja springen und fortbewegen, dann kommen auch gut voran. War ich auch gerade. Also wie weit ist denn der Weg? Ja, Mann. Ja, du kannst ja auch mitkommen und ein bisschen helfen. Ja, ich bin auf dem halben Weg mittlerweile. Okay. Achso, du bist ja auch da oben im Schneegebiet gerade, sehe ich gerade. Ich bin hinter euch. Kann zu grüner Farbe hergestellt werden, ja. Dass wir immer diese Infos kriegen. Ja, ich kann. Die Frage, ob das daran liegt, dass wir dem Server beitreten oder ich weiß, dass die roten zu Farben blablub. Ja, die roten zu Farben verarbeitet werden kann. Genauso wie die gelben und die Kakteen. Wahnsinn. Sag ja. Bloß. Ist ein bisschen doof, dass wir jedes Mal die Meldung kriegen, wie das funktioniert und ja. So Zeug. Ja. Jo, Micha, du kannst dir die Hunde mal rüberbringt zu uns, oder? Ja, ich hab bis jetzt bloß einen. Ich bin noch auf der Suche nach dem zweiten. Okay, dann bringst du beide mal hin.
Und ich schau mal, dass ich die Holzschaufel mal ein bisschen kaputt mache. Und damit, weil wir hatten nur die eine Holzschaufel, ich wollte jetzt aber nicht unbedingt noch Eisen verschwenden, um was zu bauen. Ja, Gerudo hat die ganzen anderen Schaufeln dabei, weil er Schnee schaufeln will. Achso, ich wollte auch Schnee schaufeln. Oh, geh ich halt zurück. Oh, Hund, geh mir nicht auf den Keks, ich sag's dir. Nee, du kannst ruhig da bleiben. Nein, jetzt brauche ich ein Eisengrunde. Jetzt bin ich eingeschnappt, jetzt brauche ich ein Eisengrunde. Oh. Dann befehle ich ihn, euch alle zu töten. Ach, das war knapp. Hey, ich sehe schon jemanden. Warum verfolgt ihr mich eigentlich? Hund, Angriff! Nein! Nein! Ich muss mich immer revanchieren für deinen Scheißtrank. Ach so, ja, ja, ist ja nichts passiert. Ja. Gerudo. Hä? Müssen wir schaufeln ab? Wo bist du? Ich bin irgendwie neben dir fast. Wo? Weiß ich nicht. Ah, da vorne, ich sehe dich. Ey, wir sind alle am selben Punkt, oder? Das gibt's doch nicht. Ja? Irgendwo da muss ja, pass sein. Auf, ich komme jetzt auch gerade zu euch. Jo, da bin ich. Schmeiß mir mal eine Eisenschaufel hin. Ja, hallo? Wie viel hast du gemacht? Bist du irre? Ich hab noch drei. Hey, ich kann mitspielen. Warte, wer will noch eine Angel? Hallo, ich brauch keine. Lass das mal. Wolltest du nicht übertreiben? Wieso machst du so viele Schaufeln bauen? Die waren alle in der Kiste. Ich habe einfach die komplette Kiste mitgenommen. Na toll. Wir hatten so viele sind Steinschaufeln, ne? Sind Steinschaufeln, ja. Wir hatten keine Eisenschaufeln. Achso, ja gut, ich dachte schon, ihr verschwendet hier Eisen und so viel. Nee. Hier kommen, wie er sein Kopf schräg legt. Ach, 2, 3, 4, 4. Folgt mir. Das gibt's ja auch mal wieder. Da hinten ist Licht. Da ist überall Licht. Was? Da hinten leuchtet's. Ja, das sind irgendwelche Tunnelgänge, die wir mal entdeckt haben und dann doch wieder abkauen und dann wieder. Nee, da ist ein Dorf. Kohle. Ich sehe da hinten ein Haus. Egal. Schauen wir später, wir haben ja mehrere Dörfer hier gefunden schon. Ja, so ist. Ich glaube 3 Stück oder so. Echt? Ja, ja. Hey, wieso komm ich da, krieg ich da keinen Schnee raus? Hm? Ich schaufel hier gerade den Schnee ab, aber ich krieg keine Schneebälle. Lag das oder wie? Keine Ahnung. Wo laufe ich eigentlich hin? Ich wollte heim laufen, ich komme zu einem Dorf an. Zu einem Dorf? Ich wollte aber heim. Du und deine Dörfer. Nee, ich wollte eigentlich heim. Ja, du bist falsch. Woher bist du? Du Rode. Rode. Ja, dann musst du weiter rum. So rum. Ja. Okay. Ja, ich krieg hier irgendwie mit der Schaufel keinen Schnee raus. Keine Ahnung warum. Komisch. Egal. Ich geh mal wieder zurück zu uns. Jo. Ich auch. Ich mit 2 Hunde im Gepäck. Normalerweise. Wo ist denn der andere? Ich hab keinen Knochen dabei, sonst hätte ich dir geholfen. Ist das noch einer oder? Ist das noch einer oder ist das meiner? Ist noch einer. Hey, Hundi. Hä? Das ist gerade einer geploppt. Ja, meiner. Hundi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist aber gierig. Ah, macht er nicht. Die tauschen. So, jetzt haben wir 3 Hunde. Bist du ja, Micha. Ich bin hier bei dir. Ja, wir haben jetzt 3 Hunde. Okay. Hey, da kann ich genau den Trick mit den Halsbändern zeigen. Ja, genau, mach mal. Genau. Da brauche ich aber die Farbe dazu. Die das glitschen heißt, bei dir. Ja, lass sie glitschen. Kiste. Hat er geglitscht. Huch, da ist ein Dorf. Ja? Ja. Das ist das zweite Dorf. Das war das, wo ich auch gerade war. Achso. Das war das normale. Da hinten im Schneeding habe ich aber auch noch eins gesehen. Da war auch noch eins? Ja, wir haben, glaube ich, 3 Dörfer oder so. Ich brauche eine Karte. Da bist du nachher der Spezialist, gell? Mit den Dörfer. Da lass mal ein Gerudo nachher mal lang. Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich war ich da sogar schon. Muss mal schauen. Warst du da oben im Schneegebiet schon? Zuckerrohr. Im Schneegebiet haben wir ein Dorf gefunden. Kann sein, ja. Na, an der Seite beim Schneedings habe ich. Das muss mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin da, glaube ich, das letzte Mal vorbeigelaufen, weil ich habe die Karte schon aufgedeckt gehabt. Hier haben wir Farben übrigens, in der rechten Truhe. Ja gut, weil es jetzt gerade dunkel war, habe ich jetzt gesehen. Ja, schaut Gerudo nachher mal nach, oder? Ja, ich brauche nur endlich mal eine Karte. Du bist der Dorfspezi. Kein Zuckerrohr? Normalerweise. Nein, wir haben kein Zuckerrohr. Da drin. Ja. Wie kommst du darauf, dass wir Zuckerrohr haben? Ich nee, geh mal in den Garten, ich glaube, da haben wir ein bisschen. Zuckerrohr. Da ist eine ganze Wand aus Zuckerrohr. Nee, ich meine, fertigen haben wir doch irgendwo gehabt. Nee. Da mal am Schaufeln. Nee, die haben die doch, glaube ich, in Zucker verwandelt für die Tränke und so ein Scheiß. Alles? Nee, so viel hatten wir eh nicht gehabt. Aber hier, ich sehe hier ist Kakao an den Dingern. Ich kann ja. Hier ist diese Andreas-Spalte. Ja, da muss ich aufpassen, da kann es tief runtergehen. Oh, ich wollte gerade hinlaufen zum Kakao und hier ist diese Spalte da. Nee, da renne ich mal lieber nicht runter. So, jetzt pass auf, also. Obst. Guck mal, wenn ich jetzt. Aha, es geht nicht. Also auf dem PC funktioniert's. Ich könnte damit meinen Hund jetzt einfärben, also zumindest das Halsband. Okay.
Auf der Konsole funktioniert es aber nicht. Okay, ja, vielleicht bist du es noch nicht freigeschaltet, du bist da. Sollen wir den irgendwie eine Hundehütte bauen? Können wir machen. Ja. Einer Stein oder aus Holz, oder? Bitte? Ich baue dir mal eine Hundehütte. Na, hab ich was zu tun. Ey, hau ab, du blaues Schaf, glitsch nicht hier immer raus, geh weg. Also. So, du bist schon wieder drin. Ja, ich wollte gerade raus. Okay. Mach doch die Dann geh ich mal runter. Gerudo, was machst du da schon wieder unten? Ein Eisengolem oder fünf. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Haben wir Kürbisse? Nee, haben wir nicht. Gut ist, ja, Hund. Lass die Kühe in Ruhe. Ja, tun wir. Was wollte ich jetzt? Achso, Holz. Warum Holz? Holz. Was, wir haben keine Holzkiste? Doch, da wo die Werkbank ist. Da wo die Werkbank drauf ist. Achso. Hm. Ah! Nee. Die kriegen eine schöne Hütte aus Dschungelholz. Ich mag Dschungelholz. Ah, bring schon mit. Bring hier ein bisschen mit. Ich baue mal da hier Getreide ab, ne, der Dingens da. Ja. Okay. Nee, ich habe jetzt mal, ich hab jetzt mal zwei Steaks genommen erstmal. Rollen für die Karte. Ja. Wo soll ich die Hunde hinbauen? Ja, außen, irgendwo an die Mauer. Ja. Okay. Damit ich hab einen, glaub ich, guten Ort hier. Ja, genau, da habe ich mir vorhin auch überlegt. Ich mache ein paar Fackeln ab, gell? Ja, genau. Setz sie am besten dahin, das ist perfekt. Ja. Weil da sind sie dann auch direkt am Geschehen, falls da die Viecher durchmarschieren sollten. Yep. So. Wie gesagt, drei Hunde haben wir, also. Bis jetzt. So, das heißt, ich brauche einen Kompass. Die sind oben in der Dingens die Papiere jetzt, gell? Jo. Hundis! Dann Hundis brauche ich eine Hundehütte. Yay! Nur ein paar Kürbisse mit. Hundis, ihr könnt euch freuen, ihr kriegt eine Hundehütte. Wahrscheinlich sogar eine bessere Bude als die Schafe haben. Na, aber oben in der Kiste. Okay. Kann einer Glas denn mitbringen? Jo. Cool. Wo waren denn die Blöcke? Welche Blöcke? Die Eisenblöcke, da waren die Blöcke. Was, hier im Eisenblöcke? Jetzt ja. Toller Hund, du blockierst die Tür. Jetzt ja. Hä? Der Hund stand gerade auf dem Trittbrett drauf und hat die Tür blockiert, dann ging sie nicht mehr zu. Lol. Was wollte ich denn jetzt? Ach, Glas mitbringen. Jo. Ich dachte, Gerudo holt mir Glas. Nee, ich wollte dir Glas bringen. Achso. Der macht Eisengolems. Also. Machen wir schon eine große Hütte, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja genug Hunde und kommen wahrscheinlich noch mehr irgendwann. Gut, dann mache ich es auf jeden Fall ein bisschen größer. Jetzt aber mehrstöckig mal. Ah, mehrstöckig ist doch. Nee, mehrstöckig doch nicht für Hunde, hallo? Na, schon mal vorne vor dich. Du setzt aber da irgendwo nur Stützpfeilen rein, wo man Fackeln anbringt, damit. Der Hund will schon rein? Ich hab's gerade gesehen. Ja, ich mache hier so Zweierdinger. Dann kommt hier, da kann man Fackeln hinmachen. So, gell? Ja, genau. Ich hab ne Karte! Kannst du schon mal Fackeln ranbringen? Hau ab, du Hund! Lass doch den drin, den hab ich gerade reingesetzt, sonst rennt der hier die ganze Zeit rum. Ja, du kannst doch hinsetzen, du Held. Ja, hab ich ja, deswegen ist der ja da. Ja. Und eine Eisen, scheiße. Fehlt noch irgendwie ein Hund, wo ist der dritte? Komm her. Hier ist einer bei mir. Komm her, Fifi. Komm her! Ja, komm her! Komm! Ja, fein! Auf, komm! Fass den Creeper! Komm, ja, braver Hund! Fass den Creeper mit der Weihnachtsmütze! Nein, der ist ein guter, der Creeper mit der Weihnachtsmütze! Na? Ich glaub, mit 4 macht das. Du weißt, oder? Aua! Ja, an jede Tür 1. Ich glaub, da hat ein Hund ein Schaf zerfetzt. Oder eine Kuh, ja. Echt? Mach schon jedes Tor 1. Du bist ja schon mit 3? Ja, ich weiß nicht, ob das sind jedes Tor 1. Glaub. Jo! Ich hab'n Eisengolem! Yay! Wir haben Eisengolem, hallo? Ja, ich weiß, ich hab'n Eisengolem. irgendwas haut da nicht hin, Micha. Was denn? Irgendwas ist doch falsch. Wieso denn? Ach, Eisengolem! Wie, du hast eins. Kann man die im Nether auch schaffen? Weiß ich nicht, muss ausprobieren. Dann kann ich mal einen Golem für mich kämpfen lassen. Dann muss einmal weg hier.
Hast du eine Axt? Ich hol mal kurz eine. Ja. Da hab ich eine. Nein, ich hab sogar eine dabei, pass auf. Ach, passt ja. Und schneller. Dann musst du nämlich eins weiter wegmachen. Weil sonst haut es nicht hin. Okay. So. Du stehst im Weg, aber hinten hast du es schon gemacht, oder? Hinten ist der eine dran, da kann ich jetzt die Glasscheibe setzen. Genau, hier. Warte. Ich muss dazwischen setzen, gehen wir aus dem Weg. Der Hund ist auch ein bisschen im Weg. So, da kommt die Glasscheibe muss jo, auch weg. Geht. Ich habe im Nether einen Eisengolem. Jo. Gut. Was? Wir haben im Nether einen Eisengolem. Jo. Bist du denn im Nether mit einem Eisengolem? Ist das geil? Der beschützt uns. Pass auf, der springt gleich in die Lava, der Penner. Ja. Machen wir hier vorne auch noch ein Fenster rein? Ja, aber dann müssen wir die dicken Gläser nehmen, weil die bringen ja immer bloß hoch. Mach das hier dazwischen weg, in der Mitte. Hack mal in der Mitte. Irgendwie Selbstmord gelöst, oder? Genau da. Gut, dann machen wir hier eine Tür. Nee, lass die Tür offen. Achso, okay. Jetzt müssen wir bloß noch Fackeln anbringen. Damit der springt mir noch im Tod. Hell genug ist. Ich hab Fackeln dabei, glaube ich, oder? Nein. Nee, warum rennen hier eigentlich zwei Golems rum? Ach, mir war das... Ach, du Scheiße. Was, wo? Ach, vorne am Tor rennen zwei Golems rum. Wo du bist, oder? Ah, boah! Und im Nether haben wir auch einen. Eisengolem. Der rote Augen, die sind gefährlich. Hast du Fackeln da? Nee, ich hab grad keine dabei. Hast du welche? Ja, ich hol kurz eine. So. Ich baue mal das Dach. Da muss noch ein Dach hin. Ich gehe mal von oben hier. Du hast ja so eine schöne Brücke gebaut. Ich sag, im Schnee haben wir ein Dorf. Ja, geh mal in das Dorf. Hey, da ist ein Golem, ich finde das voll cool. Kannst du einen Golem mitnehmen oder sowas? Ich weiß nicht, nee, ich kenne die nicht vorhin. Ah, nein, schade. Vielleicht kannst du mit Eisen locken. Hier komm, Eisen, hier komm. Nee, kannst du bloß treffen. Lecker Eisen. So, dann heißt das in gerade Richtung. Das sind die ekelhaften Dschungel durch. Das müsste, glaube ich, ganz da oben in der Ecke, habe ich gesehen. Baum im Boot. Ja, und geht jetzt mal hin. Baum im Boot. Hey, ich hab Fackeln. Okay. Oh, ich häng wieder an der Tür da. Ich krieg echt einen Rappel da. Vor allem, du musst ja bloß drüber laufen. Wir haben hier eine Platte. Ich hab extra eine Platte für dich gemacht. Ja, trotzdem bleib ich hängen. Micha ist halt hängen geblieben. Ich hab Bing gemacht. Das ist schön. Fällt mir gerade so ein. Ja, ja. Hab ich vorhin, glaube ich, auch schon mal. Ja, ja. Mach mal wieder nichts auf lautlos, ne? Ja. Pass mal wieder alles auf. Micha, passt doch, gell? Warte. Ist doch schick. Ja, ist doch hübsch für die kleinen Hundis. Ja. Ja, passt. Warte, ich bring außen auch noch mehr Fackeln an, damit es da auf jeden Fall hell ist. Okay, das ist ja keine Creeper. Hier hast du vorne eine vergessen. Wo? Hier vorne an der Seite. Ja, da bin ich gerade dabei, ich habe erst die Seite gemacht. Achso, okay. So. Cool. So, was mache ich jetzt? Ich gehe, glaube ich, mal auf Erkerkundungstour. Ja, ich bleib du mal hier. Du kannst ja das noch weiter mit Ding ausschmücken, kannst ja noch ein bisschen angeln gehen, wenn du willst. Ja, ich kümmere mich mal hier um unseren Garten und allem drum und dran. Okay, ich gehe mal auf den Berg. Okay, hier geht auch eine Höhle rein, aber zumachen, an dem war ich ja durch. Ich glaube nicht, dass sie da durchkommen. Ja, Rudo, was machst du nochmal? Achso, du gehst ja auf... Ja, ich entziffer gerade das Brot. Okay. Hey, das funktioniert gut mit dem mit der Diamantspitzhacke hier mit Effizienz. Ja. Du brauchst nicht nur einen Schlag, dann geht das Ding weg kaputt, hier. Ja, ist doch geil. Ist auch wie bei meiner Welt. Das ist echt cool. Super. Oh, da geht ein Controller leer. Mein Controller ist leer. Was? Er geht zumindest leer, er hält ja noch aus. Meiner hält. Also ich hab dir auch schon. Boah, ne, meine ich. Dann, da, dann, auf dann, Erd, dann, boah, da, da, das da, da. Drückt jetzt so ein Seemannslied oder so. Yo ho, yo ho ho. Yo ho, ho ho ho. Oh, ich soll weiter nach gleich. So. So. Zeig mal oh, hier ist voll der Abhang. Abhang? Ein bisschen du. Ich bin hier auf diesen einen riesen Berg da, den zweiten, neben dem Netherportal da. Da ist ein Schaf, so ein Abhang, wo es so runter geht, so ein bisschen drüber. Hm. Cool, da kann ich hier ein bisschen die Welt angucken von oben. Ja, genau. Ah, cool. Ah, hier von der Seite kann ich gut unser Haus sehen und alles. Echt? Dann kannst du ja gucken, wie wir weiterbauen. Ja, kannst du überlegen, ob wir vielleicht... Wir könnten auch einen Leuchtturm irgendwo hinbauen oder sowas. Ja!
Ja, es muss aber auf den Berg. Das haben wir nämlich in der anderen Karte auch gemacht, haben uns feste Punkte geholt, dass man die Häuser zu Hause betrachten können, dass wir wissen, wie bauen wir es am geschicktesten weiter. Richtig, und immer Orientierungspunkte, das heißt irgendwo immer einen Leuchtturm hinsetzen, dass man auf jeden Fall von Weitem schon weiß, jetzt bin ich richtig. Das ist nämlich ganz geschickt, weil wir haben nämlich gerade das Berg, wenn Deutsch wieder klasse heute, unserem Berg zu einem Haus umgebaut oder waren da beide, da war das ganz nützlich, wenn wir so einen Aussichtspunkt hatten. Ja gut, das mache ich hier auch mal. Ich mache hier kurz meine Ebene. Und da kann ich ja schon mal eine Holzhütte, also so eine Holz... Ja, voll drauf, Schiffbruch. So, ja, du wieder machst wieder dein Brot hier. Jo. Ich baue hier gerade mal auf dem Berg hier so eine Art Holzleuchtturm. Okay. Ich habe zwar jetzt gerade keine Fackel, aber die kann ich ja später holen. Ich baue erstmal das Grundgerüst hier. Wo bist denn du eigentlich? Hier oben auf dem Berg, hallo. Siehst du mich? Ja, nee, da stehen die zwei Golems, sehe ich. Wo bist du denn? Ja, unten am Netherportal, im Wasser, weil ich gerade unsere... Achso, nee, im Wasser sehe ich dich gerade nicht, aber ich sehe das Portal. Das ist, glaube ich, gerade der Baum im Weg. Siehst du mich hier oben auf dem Berg? Ach, ganz da oben, ja, ich sehe dich. Was? Wo ich denn den Turm rauf? Ja, ich sehe dich. Ja, genau, da kann man einen Turm hinbauen. Ja, bin gerade dabei. Ich bin gerade hinterm Gerudo sein Meisterwerk-Ding da. Meisterwerk? Ja, sein komisches Getreidefeld. Achso, Getreide? Achso, du meinst hier Zuckerrohr. Ja. Und Gerudo, was macht das Dorf erkunden? Ja, das sind Leute, da ist Brunnen, da ist Weg, aber ich sehe noch keine Kiste. Ich will da hoch. Haben die überhaupt Kisten? Die meisten. Weiß nicht, manche haben Kisten. Viele. Ja gut, das eine Dorf, was wir hinten haben, bei uns hier neben dran, das hat keine Kisten. Komischerweise. Los. Ich hab Redstone gefunden. Geil, der hat Redstone in der Kiste gefunden. Und ein Schalter, aber tut sich nichts. Ah! Was? Was hat er denn entdeckt? Keine Ahnung, es leuchtet. Was leuchtet da? Keine Ahnung. Tut sich aber nichts. Okay, komisch. Naja, ist egal. Ich geh mal in den Garten. Okay. Ich brauche hier weiter das Haus. Ich folge dem Ding mal. Oder in den Turm halt. Ups. Ey, was ist das? Ich höre da was. Was denn? Ich weiß noch nicht. Was hörst du denn? Auf jeden Fall wird die Playstation gerade recht langsam. Echt? Also ich habe hier einen langen Redstone-Tunnel. Was? Wo bist du denn? Achso, du bist da hinten bei dem Dorf. Ja. Okay. Wir wissen, wo das scheiß Ding lang führt. Ja, musst du mir mal demnächst mal zeigen. Was macht denn der Schalter? Keine Ahnung, ich folge gerade der Leitung. Okay. Ups, das habe ich da doof hingesetzt. Da hinten müsste ich mal Dreck hinsetzen. So. Heilige Mutter Gottes! Was? Alter, unser Keller ist zerstört! Was? Da ist ja alles kaputt! Wieso das? Ich weiß es nicht! Warte, ich komm mal runter. Also hier oben sehe ich gar nichts. Das ist das Komische, das Haus steht noch. Aber nur der Keller ist... Alter! Okay. Fuck! Warte, ich komm mal... Ich komm nicht mehr hoch, wo bin ich denn? So dunkel. Alter. Okay. Autsch. Alter, was ist. Ein Höhlensystem unterm Haus? So groß? Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Shit. Warte. Boah! Alter! Hier ist voll das Loch! Ey, da steht TNT unterm Haus! Anzünden! Da unten ist ein Ja! Hast du Fackeln dabei? Nein. Da unten ist TNT! Oh mein Gott, komm, du bist her! Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Oder ja, von das Wasser. Hier ist voll TNT an. Boah, hier ist viel TNT an der Seite. Hab ich Kohle dabei? Warte, ich habe ein Feuerzeug im Dingens.
Gott, da geht's jetzt nur. Warte, ich komme mit dem Feuerzeug. Hier ist die ganze Hälfte gesprengt. Ja, ich schwimme gerade auch irgendwo hoch und runter. Hallo. Wah! Weg. Bin ich jetzt eigentlich? Micha, weg da! Ja, ich renn gerade weg. Wow! Alter, wie viel ist denn da noch? Alter! Scheiße! Micha! Was war denn das? Ist das Haus noch da? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, was hast du gemacht? Nein! Also, unser Haus, alles, was ist los? Alter, wir haben hier ein riesen Loch im Keller. Oh mein Gott. Boah, ich versuche gerade mal hoch zu schwimmen. Um hier mal hochzukommen. Ich bin daheim. Oh mein Gott, hier ist ja... Warte mal, das Loch im Keller muss ich mal sehen. Alter, hier ist ja alles kaputt. Aber das Haus steht alles. Ja. Tür sind alle in Ordnung hier, oder? Ja. Ja, hallo? Sieht so aus. Die Eisengolems sind auch noch in Ordnung. Okay. Ja, ist klar. Du musst mal ins Haus gehen, das ist lustig. Wir haben einen neuen Mülleimer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was zum Teufel ist das denn? Alter, unsere ganzen Gold und Metall und... Jetzt... Das Glowstone! Jetzt war dein Redstone-Sammeln umsonst! Jetzt war's umsonst! Nein, unsere Diamanten! Nein! Oh. Ach du Scheiße! Was zum Teufel, wie sieht das denn hier aus? Okay, wir kommen zur Auflösung. Das sind Erfahrungspunkte da hinten, lol! Shadow, wir kommen zur Auflösung. Ich bin ein Erfahrungspunkt da. Shadow, wir kommen zur Auflösung. Ja. Ja, Leute, wir wollten eigentlich ein bisschen mehr Knall machen. Ja, wir dachten eigentlich, dass hier noch mehr um die Ohren fliegt, aber irgendwie hat's. Wie tief habt ihr das TNT gemacht? Alter, du solltest das bei den Let's Plays anschauen, bei ihm. Ja. Das ist. Na, tief eigentlich nicht. Wir sind eigentlich jetzt direkt die Schicht runter sein sollen. Ja. Direkt unter den Keller eigentlich. Ja, also unter dem Keller. Deswegen fehlt auch der Keller. Ja, der war auf jeden Fall weg. Eigentlich wollten wir ja das Haus mit in die Luft jagen, aber... Das hat nicht so ganz funktioniert, ja, aber... Da wir im Kreativmodus momentan noch sind, man hätte ja die ganze Zeit sehen können. Ja, ich habe ja gesehen gehabt, dass sich die Bretter und so weiter hier bei mir nicht verbraucht haben, genauso wie die Werkzeuge. Genauso wie, dass wir kein Leben verloren haben oder sonst irgendwas. Genau. Deswegen als grünen Abschluss... Mache ich jetzt folgendes. Genau, wir jagen das Haus in die Luft. Richtig. Wir haben gesagt, wir jagen es in die Luft, also fliegt das Scheißding richtig auch in die Luft. Das wird noch ein schönes. Okay, wartet, ich mach auch mal. Wir tun jetzt das ganze Haus rundherum mit Dynamit eindecken. Komplett alles. Ich spreng den Schafstall in die Luft. Wir bauen das Haus nochmal nach als TNT-Haus. Mach ich auch gerade. Nein, nicht in die Kisten. Ich tue es hier gerade komplett auslegen mit 4T. Leute, das wollen auf ihre Kosten kommen. Richtig, wir wollen hier ja ein bisschen Spaß haben. Genau, wir wollen die Hundehütte. Das ganze Haus. Die frisch gebaute Hundehütte. Was ist eigentlich mit dem Berg? Welcher Berg? Ja, der ging auch komischerweise nicht in die Luft. Ja, der ist bestimmt auch ausgehöhlt, kann das sein? Welcher Berg? Ich schau mal rein. Der Berg! Mich hat doch den ganzen Berg ausgehöhlt und ja, da den verlegt. Warte, lass mich mal schauen. Der auch hätte explodieren sollen. Ja, das TNT ist noch drin. Oh, scheiße. Warte. Warte, lass mich den Berg sprengen, bitte. Mach zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Nein! Hast du den Berg gesprengt? Zumindestens... Der Berg ist aber noch da. Ja, pass auf, vielleicht kommt noch was. Ja, war da Wasser drin? Nein. Weil das Hemd ist nämlich. Da, jetzt! Oh, da, jetzt sprengt was gerade. Oh, es explodiert, es explodiert! War's das? Nee, es geht noch weiter. Eigentlich sollte es unterm Garten noch weitergehen. Normal, ja. Oh, hier, warte mal, hier ist TNT direkt neben dem Netherportal. Oh, ich hab Feuerzeug dabei. Ja, zünd an. Schon dabei. So sieht's doch schon schöner aus. Oh mein Gott, der sprengt unser Haus in die Luft. Ich spreng das Netherportal in die Luft.
noch nicht das Haus anzünden, das machen wir dann zu spät. Jetzt geht's los. Bei Micha. Ey, wo hast du das TNT verlegt? Ja, eigentlich da unten lang. Alter, guck mal. Ja, man sieht's hier, es ist schon tatsächlich schon was passiert. Echt? Wow. So ein Scrollenabstoß. Ein bisschen, ja. Also ich will auf jeden Fall in unseren Keller, in unseren neuen Keller. Also wie gesagt, passend zum Feuerwerk, unsere Karte ist weg. Ja, oh, hier unten ist ein Schwein. Oh, da hinten ist noch TNT, ich hab noch TNT gefunden. Ich du hast aber nicht alles vernetzt miteinander, gell, Micha? Doch, eigentlich war alles vernetzt, komplett. Eigentlich ja, aber eigentlich auch nicht. Doch. Ich hab bei mir schon alles vernetzt, der ganze Keller ist ja weg. Ach du Scheiße, Micha! Was denn? Guck mal hier! Guck mal hier unten, volles Loch nach unten, bis zum Boden. Ja, da habe ich ein tiefes Loch gegraben, bis nach unten. Ja, hier ist auch noch TNT, das war ich gerade mal wieder. Ja, zünd mal. Mal gucken, wo der Rest hinführt. Wir müssen auf jeden Fall den Rest TNT auch noch zünden irgendwo. Geh du mal den Nebengang. Ob da noch irgendwo TNT ist. Ich zünd mal das hier und guck mal an, wie es ausschaut. Batz. Yay, sprengt alles. Oh, da kommt auch viel wieder. Nimm doch einfach einen Schalter. Alter, wie weit ist rein explodiert? Oh, Scheiße. Ja, warte. Ja. Gerode schon auch gerade, hat er es gerade gesehen. Ja, wie gesagt, das ist hier unser kleines Silvester-Special extra für euch. Genau. Und ja, die Karte ist für den Arsch, die haben wir jetzt, die ist vorbei. Hä? Die Karte ist für den Arsch, es gibt einfach keinen. Das war's mit unserem Let's Play für immer. Oh mein Gott, der hat das Haus gesprengt! So. Er hat das Haus gesprengt. Nein, natürlich nicht. Die Welt ist noch gespeichert, wir haben nur. Offenbar. Nicht gespeichert. Nicht gespeichert. Wir haben sozusagen eine Kopie. Alter, wie unterirdisch hier alles ist. Sieht aber geil aus von oben. Ja, vor allem die Wassereinbrüche. Was meinst du? Wisst ihr, was natürlich noch steht? Ja, unsere Bibliothek. Ja, und hier... mein Maisfeld. Mein Zuckerrohrfeld, ja. Größtenteils. Nicht mehr lange. Nein. Die Pilzkühe, die leben auch noch. Das müssen wir auch mal unterbinden hier. Das geht ja gar nicht. Nein. Was denn? Der Irrer sprengt unsere Bibliothek. Ach Quatsch. Würde ich nie tun. Ah, doofe Fackel. Die Mauer hat noch viel zu viel. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Was hier weg muss, ist das. Oh, da ist er schon offen! Wusstet ihr, dass wir die ganze Zeit über Eisen gelebt haben? Wusstest du, dass wir direkt unter einem Monster-Spawner leben? Was? Ja, als ich den Tunnel gegraben habe, bin ich auf einen Monster-Spawner gestoßen. Okay. Ja, passend zu dem Feuerwerk draußen geht es gerade das TNT voll zu. Ja, richtig. So, Leute! Ja? Passt mal auf, schaut mal zum Zuckerrohrfeld. Ja. Achtung! Gerudo sagt auf Wiedersehen zu deinem Zuckerrohrfeld. Warte. Tschüss, Feld. Hey, Micha, warte mal ganz kurz. Nein, zu spät, der Penner hat schon gezündet. Ah, schon, okay. Yay! Schaut mal auf meine chinesische Mauer, die vorne am Turm noch sitzt. Ja. Zu spät, ich hab schon gezündet, du Penner. Ja, er auch und ich auch. Ich hab gezündet auch. Haben wir alle drei, gut. Yay! Silvester! Ist schon noch nicht ein bisschen vorgefeiert, aber egal. Ja. Oh, guckt euch den Berg an. Oha, was machst du mit dem Baum? Nein, mein Baum! wie die Dynamitdinger hier in die Gegend rumfliegen, ey. Ich find's geil, man kann das Netherportal noch nicht mal zerstören, merke ich gerade. Du kannst es nur deaktivieren. Hey, unser Ding steht noch, unser Zaubertisch. Was? Was? Der ist noch in Ordnung, der steht noch hier, den kannst du auch nicht kaputt machen. Das gibt's doch nicht. Steht hier in der Luft? Ja klar, weil er aus Obsidian besteht, ich kann noch nicht mal das Portal hier machen. Stimmt. Ich mach hier mal einen Weg lang irgendwie. Mhm. Weil... Yeah. Kann man den Golem hier Dynamit hinbasteln? Nein! Ah! Was war denn jetzt? Ach ja. Penner.
Alter, kommt mal hier hoch, wo ich bin. Das ist heftig, der Anblick. Warte. Also wenn man Scheiß auf irgendwelche Seeds, sprengt euch lieber eine Karte zurecht. Sieht genau. Viel besser aus. Shadow, stell dich mal neben mich. Gerudo, komm mal du auch neben mir. Oh, ich weiß, was ich kaputt mache. Was denn? Mich als schönes Glasfeld. Mein Glasfeld? Das da hinten. Nein! Ich hab gerade eine Brücke kaputt gemacht. Da sprengt jemand meine Brücke. Lebt wohl, Glasfeld. Da oben. Und tschüss. Sobald ihr fertig seid, kommt mal rum. Achtung, Glas wird explodieren. Jetzt! Batz! Weg ist es. Komm mal rum zu uns. Wo bist du denn? Da hinten oben. Über unserem ehemaligen Haus. Ehemaliges Haus? Wir hatten ein Haus? Ja, das Loch. Ach, da oben. Geh zum Eisengolem. Ja, ich sehe den Eisengolem. Stell dich ja neben uns und dann schauen wir uns die Karte an und verabschieden uns hier mit dem grünen dann Abschluss. Ja. Sind wir alle nebeneinander? Warte. Jo. So, ein letzter Blick auf unsere Karte. Genau. Auf unsere Welt. Die für, und den Eisengolem. Die für immer zerstört ist. Ja. Nein, natürlich nicht. Wir werden im Neujahr natürlich hier gleich weitermachen. Also nicht bei der zerstörten, sondern bei der fertigen Welt, wo wir bis jetzt waren. Allen bis jetzt noch ein gutes neues Jahr. Rutscht gut rein. Wollten wir nicht noch was Schöne zeigen? Zeit. Seid doch mal still, ich bin doch noch gar nicht fertig. Ja. Schöne Zeit. Ja. Und? Nein, das war es natürlich noch lang nicht. Oder? Lassen wir das gewesen sein? Nein. Na, ein kleines Schmankerl haben wir noch. Wir haben noch ein kleines Präsent für euch. Also, kommt. Genau. Hui. Race to the finish. Yeah. Oh, ein Hebel. Was für ein Zufall. Hey, Hund. Oh mein Gott, ein viereckiges Feld fast. So, seid ihr bereit? Jawohl, hau rein. Gut. Ein gutes neues Jahr, 2014. Yeah, Happy New Year. Super geil. Und jetzt noch, muss ich noch zum krönenden Abschluss hier. Ja. Ja, genau, mach runter. Dann kann man's. Komm, haut auch mal noch welche rein. Ja, aber dann mach's ebenerdig, komplett. Mach nicht zwei Stöcke aufeinander, sondern das eins, okay. Und dann machen wir alles komplett platt. Okay. Komm, Gerudo. Ja, ich guck euch da gerade zu. Das ist unterwegs, was ihr baut. Und dann machen wir dann, ja genau, du guckst zu. Dann haben wir eine Perspektive von oben. Und dann machen wir den Hebel nochmal aktiv, dass das TNT nach oben geht. Und dann drücken wir den Schalter. Genau, da geht es mit TNT nach oben. Das ist eine coole Idee. Okay. Müssen aber erstmal hier alles verlegen. Michael, hilfst du mit? Ja, ich helfe ja gerade. Ich bin ja hier gerade dabei. Ja, da ist in der Mitte noch ein ziemlich großes Loch. Der Gerudo steht bloß da und guckt oben zu. Ja, weil eine faule Sau ist. Ja, richtig. Nein, ich leite euch. Leiten. Er hat es ja auch gebaut hier. Also. Richtig, ich hab's gebaut. Ich darf mich jetzt ausruhen. Also, ja. Da ist noch ein Loch. Super. Na komm. Ich bin mal nicht ganz so assi. Ich? Nee, ausnahmsweise mal nicht. Hey Kuh. Hey Schaffer. Ha? Bleib scharf. Ich hab TNT. Angesprochen? Was? Hä? Was? Du weißt, dass das TNT in jede Richtung fliegen wird? Ja, wir sprengen hier alles in die Luft. Deswegen, ich nehme schon mal einen kleinen Schalter. Nein, hör auf. Nee, für nachher. Ich habe nur ein Menü. Lass mich nämlich erstmal Ding jetzt noch aktivieren. Das Happy New Year. Ja. Damit alles das TNT nach oben geht. Diese blöde Kuh, ey. Ups. Was jetzt? Was denn? Ich bin da hier. Oh, da fehlt noch einiges. Du musst nicht fliegen, du kannst doch hier. Nee, aber so sieht man es besser. Was hat da Bumm gemacht? Draußen. Das hat sich angehört, als hätte schon TNT gezündet. Ja, deswegen. So Bumm. Ah, nein! Boah, hier ist ja noch voll viel zu verlegen. Alter, wie groß ist die Fläche hier gewesen? Gewaltig. Ach, was, so viel ist nicht mehr. Wir brauchen ja bloß die obere Schicht hier. Die Kuh nervt. Ja, ich weiß. Töte sie! Die stirbt schon, ja, die keine Angst. Die ist tot schon. So. Warte, ich noch nicht ganz fertig.
Ich betätige den Schalter. Nein, ich bin noch nicht fertig. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ich möchte es von oben sehen, ich möchte oben rein. Was macht er denn? Warum mit zweimal? Keine Ahnung, zwei. So, wir haben ein kleines TNT-Feld. Klein? Ja! Happy New Year! Das bringt jetzt nichts mehr. Oh je! Also schaut euch das Happy New Year an, das ist das letzte Mal! Yeah! Boah, wie sie hochfliegen hier! Geil, die fliegen die Raketen hoch! Geil! So, nochmal allen ein schönes neues Jahr. Wir sehen uns im neuen Jahr auf jeden Fall wieder. In der Gruft. In der Gruft. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Ein schönes Feiern. Genau. Gutes Ausnüchtern. Gutes Ausnüchtern. Guten Rutsch. Genau. Und ja, dann auf jeden Fall im Januar wieder. Richtig. Auf jeden Fall, ja. Alles klar, bis dahin. Tschüssi. Ciao, ciao. Der zündet schon wieder. Ja, weil hier noch ein paar Redstone-Dinger noch waren, die noch nicht kaputt gegangen sind. Oh. Das schauen wir uns noch an und dann ist von Nito. War's. Gut, aber. Alles klar. Okay, ciao, ciao. Und tschüss. Ciao.